Ja Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel lesen könnt, geht es heute um die Hawkeye-Serie, die ja auch auf Disney Plus kommt. Und dazu gibt es jetzt erste Bilder zu der Serie mit Jeremy Renner als Hawkeye und Kate Bishop, der Nachfolgerin von Hawkeye, gespielt von Hayley Steinfeld. Und wie die ersten Bilder zu der Hawkeye-Serie ausschauen, erfahrt ihr heute in der heutigen Serientalk-Folge, Freunde. Der fünften Serientalk-Folge. Um die Hawkeye-Serie geht es in der heutigen Serientalk-Folge, Freunde. Die Dreharbeiten zur Hawkeye-Serie mit Jeremy Renner haben begonnen. Die ersten Setbilder und Videos bestätigen Hayley Steinfeld als Schauspielerin von Kate Bishop. Mit Hawkeye kündigt sich die nächste große Marvel-Serie an, die exklusiv auf Disney Plus ihre Premiere feiern wird. Jeremy Renner kehrt in der Rolle des titelgebenden Superhelden zurück, der im Verlauf der Handlung Kate Bishop als seine Nachfolgerin trainiert. Von wem Kate Bishop gespielt wird, verraten die ersten Bilder und Videos vom Set. Ja, und zwar von Hayley Steinfeld. Vor über einem Jahr erreichten uns Gerüchte, die Bumblebee-Star Hayley Steinfeld als Kate Bishop ins Spiel brachten. Offiziell bestätigt wurde das Casting jedoch nie. Das erste Video von den Dreharbeiten verrät dafür mehr. Inmitten einer New Yorker U-Bahn-Station ist nicht nur Jeremy Renner, sondern auch Hayley Steinfeld zu sehen. Ja, offenbar befinden sich die beiden in großer Eile. Zwei Details fallen ins Auge. In der einen Hand trägt Hayley Steinfeld bereits einen Bogen. In der anderen hält sie die Leine eines Hundes. Hierbei kann es sich nur um Lucky the Pizza Dog handeln, der als Sidekick aus dem zugrunde liegenden Marvel Comics bekannt ist, wie The Playlist berichtet. Das Video, das etwas verpixelte Video, blende ich euch hier ein, dann könnt ihr euch das ansehen, ja, und danach folgen dann noch ein paar Bilder, wo man das Ganze besser sieht, wenn euch das Video nicht reicht, Freunde. Falls euch das Set-Video zu verpixelt ist, findet ihr jetzt ein paar Bilder eingeblendet von den Dreharbeiten zu der Hawkeye-Serie mit Jeremy Renner und Hayley Steinfeld als Kate Bishop. Auch Jeremy Renner hat den Beginn der Dreharbeiten auf Twitter mit einem Bild von Stuhl am Set festgehalten, auf dessen Lehne groß der Name Clint Barton steht. Dazu bestätigt er, dass Kate Bishop definitiv ein Teil von der Hawkeye-Serie sein wird. Das Bild von dem Stuhl von Jeremy Renner, wo der Name Clint Barton draufsteht, blende ich euch auch ein, dann könnt ihr sehen, wie das ausschaut. Die Hawkeye-Serie wurde von Jonathan Eagler kreiert, der zuvor in Serien wie Mad Men, Masters of Sex und Shut-Eye mitgearbeitet hat. Ein Starttermin für die erste Staffel steht noch nicht fest. Es ist davon auszugehen, dass die Serie Ende 2021 oder Anfang 2022 auf Disney Plus eintrifft. Zuvor erwarten uns mindestens drei andere Marvel-Serien. Am 15. Januar 2021 startet WandaVision auf Disney Plus. Darüber hinaus befinden sich Loki und The Falcon and the Winter Soldier in einem fortgeschrittenen Produktionsstadium. Weitere geplante Marvel-Serien für Disney Plus sind What If, She-Hulk, Moon Knight und Miss Marvel. Ja,
Freunde, Frage an euch. Was erwartet ihr euch von der Hawkeye-Serie auf Disney Plus? Also ich erwarte, dass es eine gute Serie wird. Genauso wie die ganzen anderen Marvel-Serien, die auf Disney Plus kommen. WandaVision, Falcon and Winter Soldier, Loki, What If, She-Hulk, Moon Knight und Miss Marvel und Blade, glaube auch, kommt ihr auch mit Mahershala Ali, glaube ich. Ja, Freunde, was erwartet ihr euch von der Hawkeye-Serie auf Disney Plus? Das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare beantworten, was ihr erwartet von der Serie. Ja, ich erwarte, dass die Serie gut wird. So, Freunde, würde ich sagen, das war's mit der neuen Folge Serientalk. Wenn euch die neue Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo, das könnt ihr machen. Und hier oben, Freunde, gelangt ihr zu der letzten Folge. Das war zu WandaVision, auch zu der Disney Plus Marvel Serie. Da ist der Starttermin bekannt, endlich, wann WandaVision auf Disney Plus ihre Premiere feiert. Falls ihr wissen wollt, wann WandaVision auf Disney Plus startet, dann gelangt ihr oben zum Video, Freunde. Und ja, Freunde, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos von mir verpasst. Wenn ich eins hochlade, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und da würde ich sagen, hören wir uns dann zum nächsten Video wieder. Haut rein, Zuckerboy, Game over. Ciao.